Cool. Kann man das gerne sogar speichern und schlafen. Hammer. Kann ich den Baum nicht abhacken? Ist so, als ob er gar nicht da wäre. Die wollten ein Baumhaus, ich habe ja eins gebaut, das interessiert sie das gar nicht. Ich weiß ja nicht, wo du baust. Ja, oben direkt. Ach so, ja, ich wollte hier unten auch noch mal. Noch ein Baumhaus? Nee, ich wollte hier unten auch noch mal den Weg fertig machen. Deswegen. Jetzt die Frage, kann man einfach irgendwelche Sachen gegen machen? Man kann ja Baumplattformen bauen, ne? So, aber diese Baumplattformen, kann man die auch irgendwie dann verbinden miteinander? Mit Baumbrücken? Ah, das hier. Warte, mach mal sein. Ganz cool eigentlich. Gucken wir, warte mal. Hier? Ich brauche jetzt 18 Stück. Wo ist denn der Eingang? Ach, da ist das. Oh. Hast Noch ein du bisschen Angst, Seile? hier was abzubauen. Ich bräuchte ein Seil. Muss man wieder hoch? Ja, ich habe Seile Komm mit. und Angst. Brauchst du nicht. Ups. Geh hin. Irgendwo hinten. Ich mache unsere Ferienhütte. Haben die Scheißviecher mich erschrocken. Danke. Gerne. So. Und was darf von den Bäumen dranbleiben? Was von den Bäumen dranbleiben, ne? Ja. Ja, erstmal kann alles weggemacht werden. Okay. Wächst danach. Yep. Okay. Ich hab nur lange Hunger. Da hängt was am Trocknungsstand. Da hängt was? Ja. Ich will mir das dann nicht für morgen lassen, weißt du? Weil noch sind wir ganz schön arm an Essen. Na schön, dass wir uns erstmal in Ruhe lassen, ne? Ja, bis hier dann immer was finden von uns. Ich frage mich, ob wir auch das Baumhaus kaputt kriegen. Oder ob das so wie das Wasser halt irgendwie so eine Art Safe Zone ist. Weil irgendwo außerhalb vom Wasser muss man ja auch mal safe sein, finde ich. Ich auch. Oder die hauen den Baum ab. Das wäre hart. Ich meine, gut, ich glaube, die fetten Viecher können das. Also, sie konnten das mal auf jeden Fall mal. Die haben Bäume einen Baum geschubst. Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Dieses Reh, was hier jetzt rumläuft, geht mir voll auf den Keks. Ich schlachte das gleich, wenn ich Pfeile hätte. Immer noch so ein bisschen Bammel. Vor den lieben Damen und Herren. Ja. Ach Quatsch. Doch lieb, hier sind noch keine. Aber ich holz hier was ab. Ja, jo. Die lassen ja nie wirklich lang auf sich warten, deswegen. Das ist leider wahr. Das stimmt leider. Aber ich finde auch krass, also wird. Die haben ja wirklich total übertrieben mit ihren 15, 30 Mann, die da jetzt kamen. Aber hallo. Man hat halt wirklich no chance. Und da könnte man nicht mal sagen, ja, wir haben uns halt doof angestellt. Nee. Da kann man einfach nichts machen. Eben. Wenn man die mega fettesten, krassen Camper-Skills gehabt hätte, schlägst du ein, kommen fünf andere. Und auch Rüstung hätte dir, glaube ich, nicht viel gebracht. Nee, selbst nicht, selbst die Mutantenrüstung nicht.
hier, da muss ich hin. Vor allem kommen hier auch ab und zu Schildkröten, das ist auch das Gute. Ja, das ist vom Vorteil auf jeden Fall. Die fallen ständig immer Blätter runter. Das macht mir auch noch ein bisschen Angst. Alles gut. Ich brauche jetzt noch 10 Stück. Die herunterfallenden Äste machen natürlich auch noch Geräusche. Und deswegen. Ja. Was denn? Hast du versucht? Ich dachte, ich hätte was gehört. Also ich sehe hier nichts. Nee. Egal wo wir hinkommen, wir helfen erstmal alles ab. Ich fühle mich vielleicht so auffällig. Keine Ahnung, frag das mal den Walkman. Den habe ich gerade an. Scheiß Reha hat mich schon wieder erschrocken. Hä? Wie viele Schüsse hält das aus? Was? Dass das 3 Schüsse aus, oder? Komisches Vieh. Merci. So. Da wird doch im Dunkeln, ne? Ja. Wir haben noch gar kein festes Zuhause. Doch, das Baumhaus. Ja. Im Baumhaus kann man schlafen? Hab ich vorhin gesagt, ja. Ich habe das sogar schon gespeichert vorhin. Warum könnte man das machen? Du? Ja. Da ist Fatty McFatFat. Oh nein. Und jetzt? Kommst du mal nach Hause. Aber wenn ich da hinkomme? Einfach mal zum Baumhaus kommen. Vielleicht sieht er uns dann noch nicht. Geh einfach hoch. Bin oben. Komm hoch. Oh. Da kann man speichern. Oh Gott. Ja, hammer hart. Der kam da einfach. Nein, in die Ecke stehen. Was? Der kam da einfach. Wo ist denn der? Ja, wenn man so will, genau in der Richtung hier hinten. Hä? Welche Richtung hinten? Ja, ich stehe direkt hinter dir. Ach so. Genau hier. Welche Richtung? Genau hier hinten in meiner Richtung, Richtung Ecke. Ach so. Wahrscheinlich. Was machen wir jetzt? Also ich bin wieder draußen. Wir werden gerade nicht mehr bummern. Ich will hier nicht mehr raus. Okay. Du hast nochmal einen Seifenmilch? Wo denn? An dem Baumhaus nochmal. Aber wo? Ich will hier nicht mehr runter, es ist zu dunkel. Ach komm, einen Eimer noch. Ich hab ihn nämlich gleich fertig. Ich seh nichts mehr. Ich hab's ja gleich fertig, deswegen. Und wo? Das Baumhaus, wo du vorhin schon mal rein dran warst. Hier, Pfeil dran. Seil dran. Nicht. Danke. 1, 2. Guck mal, jetzt haben wir noch ein Baumhaus. Oh, mir egal, ich bin nach oben. Wird zu dunkel. Wo ist der letzte Stamm? Da. Fertig. Ja, schlafen können wir trotzdem noch nicht. Auch voll cool hier oben. Ist es größer? Ja, ein bisschen, ne? Aber wir haben einen Balkon.
Das ist doch schon mal ganz cool. Siehst du mich? Hallo. Ich hab's dunkel hier, ich sehe dich nicht. Okay, können wir schon schlafen? Nee, ne? Nein, noch nicht. Aber hey. Die können doch die Bäume hochklettern. Ja, aber doch nicht da die Seile hoch, oder? Huste, huste, los, mach weiter. Bevor der Fettsack sich entscheidet, nochmal schnell wieder umzudrehen. Ich weiß, er kann sich immer noch anders entscheiden. Meine Maus ist gerade in den Ruhemodus gegangen. Und weiter. Go! Oh, ich komme gerade voll die geile Luft rein, oder? Oh ja. Weingummis. Also ich würde sagen, eine Unterkunft, um ein Spiel zu speichern. Ich würde sagen, wir warten hier, bis es wieder hell ist. Wir können doch eh gleich schlafen. Meine ich ja. Ich sehe, unsere beiden Baumhäuser sind beide gelb. Verschiedene Gelbtöne. Okay. Das ist halt echt tot, dass man nicht die gleichen Farben nehmen kann. Ja, kann schlafen. Du kannst schlafen? Mhm. Echt noch ne? Jetzt. Komisch. Was ist hell? Wie schön. Guten Morgen, liebe Welt. Kann ich runter? Nö. Nein. Natürlich kannst du runter. Vielleicht werde ich mit dem Baby abgeworfen. Ich bräuchte mal zu essen jetzt. Runter. Ist noch nicht fertig. So. Erstmal ein Stück Schildkröte. Bisschen Wasser aus deren Schale. Ja, haben wir wunderbar die erste Nacht überlebt. Noch. Außerhalb unseres eigentlichen Zuhauses. Aber kurz leise. Okay. Weißt du, ich bin hier die führende Hand, sie verbietet mir das Reden. Habt ihr das gehört? Sie verbietet mir gerade das Reden. Ja, warum höre? Ja, vielleicht war das deine Verdauung. Deine Verdauung? Ich meine deine. Nein, meine Verdauung macht nicht bum bum bum. Am Ende schon. Ich mag hier oben nicht alleine sein. Bin ich wieder. Na? Na. Das Ding ist, die fetten Viecher sehe ich nicht von alleine. Ich holze jetzt was ab, ja? Mach. Macht das nur mittags, weil die Kettensäge so laut ist. Danke, dass du mir sagst. Hast du wieder vergessen, ja? Eiskalt, ja. Mann, oh. Ich fühle mich voll Lust, immer zu vergessen. Und was machst du da? Ich glaube, du hast einen Eingang eingeplant. Ja. Hab ich. Hab's tatsächlich. Ja, wir können ja jeder. Wir können jetzt ja jeder mal ein bisschen an unsere eigenen Sachen bauen, oder? Ja.
Also ich will auch die Kettensäge nehmen. Dann mach das. Darf ich sie dir folgen? Hä? Kannst du auch sterben? Danke. Kommt mal hier. Du hast einen Reh gefangen hier. Der macht Haier. Für immer und ewig. Frühstück. Yay. Ich bin ein bisschen angespannt, weil ich nicht weiß, wann die ersten hier auftauchen werden. Du, das werden wir sehen. Wir können immer noch fliehen. Wir haben noch. Für Wasser, ne? Wir haben noch zwei zu Hause. Denk dran. Ja. Aber da kennen sie uns auch schon. Ja, kennst du doch. Man kennt uns immer überall. So, zwei Stück noch, dann kann ich die Treppe weitermachen. Na, hier fällt jetzt ein Baum. Hier, komm her. Dankeschön. Ich meine, die werden uns sowieso irgendwann wiederfinden, ganz ehrlich. Also. Ja, eben. Ich nehme jetzt die Kettensäge, tut mir leid. Ach, cool. Jetzt kann ich die nächste ansetzen. Was ist denn das? Wo ist denn die Treppe jetzt? Da. Lol. Was? Bei meiner Axt wurden die Zähne nicht mehr gespeichert. Oha. Oh, super. Boris, bitte. Das sind so Sachen, die wirklich so ein bisschen nerven, ne? Oh ja. Wir haben Besuch. Echt jetzt? Ja. Wo bist du? Unten. Gut. Ich mach mal das Floß ready, falls sie hier runterkommen, ne? Ja. Toll, ich hab die Treppe falsch umgesetzt. Aber sie können nämlich so nicht direkt abhauen. Nicht? Nein, wir hängen doch auf der Insel fest. Wie? Mit dem Boot. So. Ach so. Jetzt können wir direkt abhauen. Fetten Besuch haben wir? Nee. Dann ein paar von den kleinen. Kleine Schnelle. Oh ne. Kalle, stell dich nicht so an. Da draußen rennen genug Idioten rum, die fast schon darum betteln, ihre Zähne zu spenden. Es ist ja nicht, dass ich keine hätte. Ich meine, ich habe ja noch 43. Aber ich finde halt, das Ding an sich halt mega nervig. Es könnte halt spaßiger sein und spannender sein, wenn die halt mal ein bisschen mehr Sachen speichern würden. Und ich sag mal jetzt in Anführungszeichen ein bisschen mehr Realismus reinbringen. Nur so ein bisschen. Oha. Boah, so sollte ihn nicht sein. Als Vogel. Mir erschreckt. Als Schildkröte, da darf es nicht sein. Ach komm schon. Mann, sind die lebensmüde. Ich hatte mal 4 Schildkröten noch, ne? Was? Ich hatte mal 4 Schildkröten. Oh, warum geht die jetzt wieder nicht so lang? Da, wo ich sie hinsetzen will, will sie nicht schon. Wir haben jetzt genug Essen hier. Cool. 43 Zähne? Da hat er einen Leibniz-Keks mehr. Ah, guck mal. Ich hab Weinkommis. Guck mal. Was denn? Ich seh nix. Oh nein, ich bin weggegangen.
Aber mal Vogelfleisch konnte man ja gar nicht aufhängen. Das grille ich eben. Nee, das ist zu klein. Ich grill das einmal eben. Kommst du gleich mal her? Ja. Ein Stück du, ein Stück ich. Das Kleine ist eine kleine Zwischenmahlzeit. Mittagessen muss man immer mal. Denk dran. So, ich hoffe, das geht so. Nee, das ist doof. Denk dran, du könntest auch nochmal eine Plattform daneben bauen, ne? Erst eine Plattform und dann eine Treppe. Ich hab's gesehen. Na bitte? Wollte ich gerade sagen, erstmal eine Plattform und dann was. Aber komm mal essen. Nein, es geht von alleine. Komm mal essen. Der wird automatisch eine Plattform ran. Okay. Komm essen. Warte doch mal. Es brennt doch. Du brennst. Oh, das wäre so schön. Guck mal hier, er baut da selber eine Plattform ran. So halbwegs auf jeden Fall. Ja. Das muss noch mal weg, das ist noch nicht ganz ideal. Oh ja, ich komme eben. Soll ich einen Feuerlöscher holen? Da hat gerade jemand geschrien. Da ist ein Dicker oben. Was? Essen geht. Da ist ein Dickerchen oben. Ich sehe den nicht. Ich habe ihn nur gehört. Oh, bam, 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 bam. Ich, ich brauche trinken. Ich geh mal gucken. Ach. Ja, die haben Baumhäuser bestimmt gesehen. Ja. Ich bin fast ins Feuer reingerannt. Oh, tatsächlich, da ist er. Mann, ist der blöd. Warum? Ja, ich seh ihn. Hallo? Ich hab ein Vögelchen geschlachtet. Ich glaube, wir sind wirklich zu auffällig. Wir bauen halt gut, ne? So, nochmal die Treppe versuchen. Da hinten ist ein Vetter. Weiter Vetter. So weit oben. Ich hab so zwei Vetter. Ja, na super. Solange die mir nicht näher kommen, baue ich noch ein bisschen. So viel Angst habe ich vor denen jetzt nämlich auch nicht. Ich bräuchte nur mehr Federn, das wäre mal schön. Nee, ich sag mal so, im Großen und Ganzen Angst haben müssen wir ja wirklich nicht. Wir haben immer eine Chance abzuhauen. Wir haben mehrere zu Hause. Wir haben jetzt hier sogar eine Tür stehen. Ist doch schon mal was. Irgendwie gefällt mir jetzt alles nicht, was ich da setze. Dann baue es wieder ab. Mache ich die ganze Zeit schon. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Haust du die gerade? Nö, ich wollte gerade ein Reh verprügeln, aber war schneller als ich. Ja, die sind zu viele Rehe, die gehen mir auf den Sack. Ja, weil ich versuche mich so ein bisschen auf mein Gehör zu fixieren, weißt du? Aber das klappt aber nicht, weil ich halt immer Rehe höre. Tschalalalalala. Ich glaube, das ist okay, das finde ich gut. Traust du dich überhaupt noch hier hoch? Ich glaube nicht. Jetzt warte. Ich habe gerade so eine schöne Treppe gebaut. Ist alles ruhig gerade. Meine Hand ist eingeschlafen. Oh oh. Hilfe! Ruhig, ja? Hilfe! Ja, lauf! Ich wollte doch noch was aufbauen.
Guck mal, Mama, ich habe einen Freund mitgebracht. Wo dann? Wahrscheinlich ist er an der Wand hängen geblieben, der Idiot. Guck mal, ich habe die Treppe hinbauen können. Also so designmäßig, wenn du siehst. Das ist cool. Wir müssen vielleicht hochspringen, aber ansonsten ist es ganz cool, doch. Ja, ich konnte sie nicht weiter unten platzieren. Ja, nee, alles gut, alles gut. Ich kann da noch eine kleine Plattform hinsetzen im Nachhinein. Du, ich mein's nicht böse, ne? Aber ich glaube, wir haben gerade andere Sorgen. So kommen wir auch nicht ans Holz ran. Wenn die Fetten da oben stehen. Also ich muss wieder Federn verschwenden. Wir sollten auch vielleicht mal nochmal zu der Yacht zurückfahren. Wegen den Vogelhäusern. Kann sein, dass es. Ach nee, das hast du da hingelegt, ne? Was genau? Der Fette geht durch die Wand durch. Der rennt gerade im Kreis. Durch die Wand und wieder zurück. Was für ein Idiot. Nee, der läuft nicht durch. Doch. Der steht davor die ganze Zeit. Ach so. Was für ein Idiot. Ja, bis er dann einfach mal auf uns zugesprungen kommt. Federn. Kannst du da wirklich hoch? Ach, nö, ja. Federn holen. Die Federn können wir gebrauchen gerade. Jetzt noch ein paar Federn. Federn. So. Achso, hier flog gerade eine. Hab sie gefangen. Achso. So. Er läuft immer noch im Kreis. Gleich nicht mehr. Meinst du, du schaffst das damit? Geh mal aufs Boot. Wir haben keinen Alkohol, denk dran. Geh mal aufs Boot. Falls er hergelaufen kommt, dass wir schon mal safe sind. Soll ich schon mal ans Paddel gehen? Musst du nicht. Aber du siehst ihn von da? Ja. Ja auch. Ach, der ist das. Hat deine Treppe benutzt? Schöne Treppe, oder? Ja. Was? Ja, hab ich gesehen. Du hast die Treppe in Benutzung. Voll toll. Kriegst du den überhaupt so, wie er rumläuft? Hab ich gefunden. Ja, ich sehe schon. Er will aber irgendwie nicht in die Richtung. Treffe ich den von hier unten? Dahinter ist noch ein zweiter hinterm Zaun. Ja. Ich hab grad noch so einen Kopf, bevor du schon sehen. Ja, hab ich auch schon gesehen. Bewegt er sich? Der ist stehen geblieben bei mir. Sehr gut. Der steht da und wartet. Ja, dann. Warte, warum nicht warten? Immer noch. Ich seh's. Ich trau ihm nicht so. Jetzt läuft er nach hinten. Ja, er wurde auch getroffen von mir. Macht er deinen Zaun nicht damit kaputt? Nee, macht gar nichts, oder? Hä? Ist er gerade durch die Tür weggegangen? Der steht noch da. Achso, ach da. Der kriegt keine Pfeile von mir ab. Der muss jetzt sterben. Meine Pfeile wieder haben. Alter, wie viele Pfeile frisst denn das Vieh? Er muss auf jeden Fall brennen, damit er so ein bisschen was wegkriegt. Er ist tot. Okay. Aber der zweite steht noch dahinter, ne? Wie bitte? Ich sehe den von hier aus. Oh doch, da ist. Obwohl. Das war ein Vogel. Ja, aua, Baumstämme. Und eine Wand kaputt.
Och, Manno. Ich will noch mal eine Pfeile haben. Es wird aber langsam dunkel, ne? Das sind zwei Decke. Nochmal? Fahren wir mal zu unserem Hausboot zurück. Er hat schon wieder im Kreis. Und das nächste kaputt. Und der nächste Decke. Das sind drei große. Mann, ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ist ja dunkel. Kommst du? Haben wir zur Yacht, oder was? Ja. Mann. Die haben grad. Was? Was haben die gemacht? Ich hab ja einen Buggy Baum gehabt. Der hat sich gerade die ganze Zeit im Uhrzeigersinn gedreht und ist dann umgefallen. Das heißt, die Viecher können Bäume kaputt machen. Wir haben auch nur noch einen Baumhaus, oder? Das weiß ich nicht. Ich sehe eins von hier aus. Das nächste ist nicht in meiner Sichtweite. Ich will meine Pfeile wiederholen. Mhm. Danach können wir gehen. Ein bisschen Mutantenhaut habe ich auch noch mitgenommen. Yay. Wenn du willst, können wir auf dem Baumhaus schlafen. Wie wollen wir denn da hinkommen? Also ich bin hier oben. Ja, die Viecher rennen da rum. Er wird da zurücksegeln? Die gehen ja auch wieder, die Decken. Gut, dann komme ich eben rüber. Wenn ich sterbe, ist das deine Schuld. Ja, dann kann ich leben. Kleiner Tipp, geh aber nicht so auffällig. Ich sehe nichts mehr. Mach Feuer an. Das Coole ist, du kannst jetzt auf die Treppe rüberspringen. Cool, ne? Voll gut platziert, wenn ich auch mal ankommen würde. So. So. Die sind genau in der Richtung unseres Baumhauses. Ah, jetzt sind da eine Kannibalen gelaufen. Ich will da nicht mehr lang. Ich sehe die Seile da nicht. Du, ich sehe die Seile da nicht. Ne, schon gut, die stehen eh direkt unter den Häusern. Ah, gut, dann fahren wir nach Hause. Ach, Manu. Cool. Ich hätte das voll gerne gebaut. Das können wir gleich machen. Erstmal müssen wir noch irgendwo hin, wo wir wieder was sehen können. Oh, wir haben schon wieder Vögel auf dem Balkon. Das Problem ist ja sowieso dunkel. Viel mehr werden wir jetzt eh nicht sehen. Naja. Hättest du jetzt hier die Nacht draufbleiben, oder wie? Nee, aber wollen wir uns ein Temporary Shelter bauen? Hast du genug Sticks? Hast du Sticks? Ich hab keine Sticks. Hier sind noch ein paar Sticks drin. 7, das reicht. Obwohl, ich hab einen. Dann bauen wir uns nochmal ein Temporary-Ding, weil ganz ehrlich. Kann sein, dass wir jetzt hier zurücksegeln. Dauert viel zu lange. Scheiße. Was? Wir brauchen ja 14 für das Ding. Ah. Ich geh hoch. Willst du das wirklich tun? Ich sammle jetzt, ja. Du bist lebensmüde. Haben wir nur keinen Bock, wieder zurückzusegeln. Dauert doch voll lange. Oh. Außerdem möchte ich die Treppe fertig haben. War eine schöne Idee, ne? Die könnte sehr angenehm werden, nachher, wenn sie fertig ist. So. Ich lasse es doch gerade mal beabsichtigt dunkel. Damit die mich vielleicht nicht so schnell sehen. Hier so schön. Komm nicht hoch.
Meinst du, unsere Opfer sind despawned? Du meinst die drüben bei dem... Davon kannst du ausgehen. Obwohl, despawn? Weiß ich gar nicht. Wie viel brauchen wir noch? 6? Moment. 6. Okay, ich komme wieder runter. Ich war gerade erstmal unten in der Anzeige und dachte so, hä, Moment. Und dann hat er mir das irgendwie nur flackernd angezeigt und ja. So, dann können wir. Cool. Erstmal speichern. Speichern. Tag 39. Hui. Helfer. Läuft doch. Ups, Entschuldigung. Man darf ja nicht weggucken dabei.